Magic-Dingens eingetragen. Grenom, du fängst an. Also, dass ihr es nicht gemerkt habt, heißt nur, dass ihr nicht gemerkt habt, wie sie so nah an euch rankamen. Sie sind in Haureichweite. Sie sind jetzt in Haureichweite. That's great. Rausfinden, wir wissen, das sind Wölfe. Rausfinden kann ich über die eigentlich eh nichts mehr, oder? Nein, aber doch, den gibt man an. Also ich... Nee, du hast noch nicht gegen Wölfe gekämpft in dem Spiel, oder? Nee, kann sein, dass ich das noch nicht gemacht habe. Da werden, ja, die anderen dir noch, ein paar schöne Geschichten über Wölfe erzählen können, was sie drauf haben. Oh, du wirst es hassen. Du wirst wieder Wölfe hassen, glaubst mir. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist besser, wenn sie ein bisschen näher bei uns steht, weil dann können wir zumindest, wenn die zwischen uns sind, draufhacken. Weil wenn zwei nebeneinander sind, wird's böse. Ja. Rudeltiere. Ja. So wie unsere schönen Ratten. Ja, Pack-Tactics. Richtig. Okay. Ach, bei mir brauchen die gar keinen Rudelbonus, ich bin sowieso tot. Kommt doch an, wenn die jetzt nur Grenom angreifen. Außer sie machen Feuerschaden, da bin ich resistent gegen, aber... Oh, das ist keine gute Position. Ja, die Wölfe werden jetzt erstmal anfangen, Feuer zu spielen. Weil sind ganz normale Wölfe, wie das GM ja versichert hat, ganz normale Wölfe. Sicher. Grenom, wenn ist dein Zug. Wenn ich dorthin gehe, kriegen die Rudelbonus? Eigentlich nicht, weil sie nicht nebeneinander spielen, nein, oder? Nein, die kriegen noch keinen Rudelbonus. Außerdem ist der Rudelbonus, bezieht sich nicht auf Verteidigung, sondern nur auf Angriff. Ja, aber wenn ich jetzt da stehe und die würden sich nicht bewegen und die beiden würden mich angreifen, doch, dann ich glaube schon, weil kein Rudelbonus. Echt? Nicht? Schön. Müssen nebeneinander stehen. Nee, der Krim würde Rudelbonus kriegen. Weil zwei nicht angreifen. Du bist von zweien umringt. Ja. Okay. Außer einer der Wölfe ist bewegungsunfähig. Oder tot. Aber ich, oder tot. Noch kann ich dir damit nicht helfen, tut mir leid. Das kommt erst im nächsten Level. Das kann ja sein. Egal, ich mach, was ich immer mache. Ich gehe da mal hin und knall die Dinger. Du knallst die? Wow. Ja, dann ich warte. Knall die mit aufs Maul. Maul. Genau. Mit dem Maul aufs Maul. Riskieren wir? Nee, wir riskieren erstmal noch nichts. Ich hau jetzt einfach mal normal zu. Autschen. Welchen hast du überhaupt angegriffen? Den unteren. Oder soll ich eher sagen, welchen hast du zermatscht? Den hier. Den hast du zermatscht, ja. Ich find's immer noch witzig, wie das tatsächlich die... Okay, es ist ein alles einfacher Encounter gewesen, aber trotzdem, wow. Matschepatschewolf. Das heißt, ich darf nochmal und ich hab nein, das heißt, anderen. Du darfst nochmal angreifen, ja. Oh. Gut. Ich kann's. Du triffst nicht. Hat aber Glück gehabt, der Gute. Angst. Your time to shine. Oh Mann, ich liebe dieses Ding. Ist Angst gerade hinter mir verstecken kann? Nee, er kriegt sowieso den Sneak Attack Bonus, wenn er das Vieh neben Grenom angreift. Gut, das ist ja cool. Ja. Eigentlich müsste ich hier noch Bäume reinsetzen. Broke. Habt ihr durchaus. Warum sollte ich eigentlich Bäume reinsetzen, wenn die sowieso sofort sterben? Louis, sagst du eigentlich irgendwas? Aber wenn ja, dann hören wir es nicht. Ja, stimmt. Louis, du bist gemutet. Ah, du bist gemutet auf Dings. Was ich einfach gleich an das mag. Du bist gemutet so auf Teamspeak. Immer noch. So, ich muss mal kurz gucken. Warum war ich denn? Ich verstehe nicht, warum ich gemutet war. Du bist wahrscheinlich irgendwo auf den Knopf gekommen, der als Shortcut dafür gilt. Ich mache ja nicht mal was an meinem Computer. Okay. Der Wolf rennt auf Reef zu. Das einzige Schwache. Cool. Finde ich. Entschuldigung, muss eine. Warte kurz, ich habe doch dieses Ding, was Reaktion ist, gell? Ja, du hast Hellish Rebuke. Heißt es, ich mach das, wenn er mich angreift? Falls er dich trifft, kannst du das als Reaktion machen und ihn einfach zu Asche verbrennen. Gut. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Nee, es kostet 14 trifft dich, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, ich trifft mich gerade so. Ich glaube, deine Armor-Klasse ist 14 oder 13. Ist 13, da trifft es dich tatsächlich. Und macht. Boah, mich würde es gerade so verfehlen. Warte, wo ist denn mein... Ja. 2d4. Benutzt tatsächlich Hellish Rebuke. Natürlich. Wow. Moment, aber erstmal. Ich bin gerade in Stimmung. Das sind mindestens. Der eine knallt 7 Schaden. Wölfe, der andere ist in Stimmung.
Der andere. Entschuldige! Ich hatte hier die Musik um mich herum, weißt du? Ich mach gleich Schaschlik. Macht 12 Kannst Schaden an dir. Überlebst du das eigentlich? Nein. Dann kannst du auch deine Reaktion nicht machen. Wie scheiße ist das denn? One Hit. Easy. Wow. Easy One Hit. Das ist ja kacke. Dann bin ich wieder tot. Das ist ja scheiße. Warte, ich muss auch kurz gucken, ob ich irgendwie heilen kann. Jetzt hört man so Musik so. Dan, dan, da. Da. Wie eine Glaskanone. Wap, wap, wow, wow, wow. Ein Wap hat gefehlt. Aber ja. Nein, ich mag das nicht mit einem Wurm mehr. Das hört sich scheiße an. Kacke, Das hast du, oh, das war eins zu viel. Nee, das hängt so auch. Das hängt so auch. Na, will ich das machen? Irgendwie warum? Das machen. Warum tötet mich alles? Weil ich Level 1 bin. Voll levelistisch sind die. So oder so, you're done for. Ich hab schon mein Leben schon runtergemacht, also. Ja, ich geb dir noch das unmögliche Zeichen. War schön, dich kennengelernt. Ja. Are we grieving for grief? Gott. Well played. Nö, kennen wir noch nicht lange. Moment. Ich hab kein Soundboard hier. Okay. Mach das so, verdammt. Okay, mal. Nein. Please, du bist dran. Ich weiß, dass du heilen kannst. Nein, kann ich nicht. Ich hab gerade nachgeguckt, kann ich nicht. Tut mir leid, aber ich kann es nicht. Du hast die Beeren. Ja, aber das ist doch. Kann sie die essen? Ich meine, ich will jetzt erstmal das Viech loswerden und dann haben wir ja noch jemanden, der danach mit dran kommt. Ah, nee, stimmt, die ist ja tot. Aber danach haben wir trotzdem jemanden. Warum sagen alle mal die? Mein Charakter ist männlich. Also, er ist männlich, aber er weiß es selbst nicht. Er sieht nicht so aus. Easy. Er sieht nicht so aus. Boah, jetzt werden wir sie. Jetzt werden wir sie. Das ist ein guter Bart, aber macht eh kurz. Ja, also, wenn nicht aus. Wohl, Hildegard ist ja auch weiblich. Ja, aber Hildegard ist auch ein Zwerg. Hat mehr Bart. Ja, aber ist ein Zwerg. Ich denk mir so YOLO. YOLO. Sniper. Schaden. Du machst Sniper auf dem Wolf. Willst du denn nicht schaden, weil wenn ich jetzt nicht treffe, bin ich genervt, aber ich hab, glaube ich, nicht getroffen. Du triffst nicht. Nee. Ja, okay. Ich hab mich nicht geheilt. Das mal alles selbst machen, ne? Ich hätte auch so nicht gedacht. Würfel bitte einen Death Saving Throw. So ein Kack, guck mal, warum hast du mich nicht geheilt, du Olla? Na gut, hätte ich gekonnt. Hättest das du gekonnt? Ich weiß, es sind Failure, wie immer. Grenom, nächste Runde werde ich dich heilen. Nächste Runde. Ja, du hast jetzt nur einen Success insgesamt. Jemals. Ja, ich mach trotzdem erstmal den Wolf-Match. Jo. Ich geh spazieren. Hallo Wölfchen. Wölfchen. Ei, ei, Gucci, Gucci. Gucci. Tot. Ja, diese Waffe so fucking viel Schaden macht. Tja dann. Dein Kopf hat sich gerade von dreidimensional auf zweidimensional verwandelt. Weil ich mir das einfach vorstellen kann. Jo. Engst, ich sag mal so, ihr habt zumindest einen Heilzauber dabei. Wenn der funktioniert schnell genug, dann kann, dann kommt Grief direkt selbst wieder auf die Beine, ohne dass es wieder, was weiß ich, wie viele Stunden dauert. Also glotzen mich einfach alle nur an. Super. Aber du könntest, ja. Soll ich einfach mal versuchen, ihn wieder zu beleben? Könntest du tun, dann müsst ihr aber hier warten. Eine gewisse Zeit, aber ihr müsst hier sowieso noch Kartezeichen lass es zwei einfach. Stunden lang. Ich mach meine Beeren. Ihr müsst sowieso hier noch zwei Stunden lang warten, um die Karte fertig zu zeichnen. Also, ja, okay. Ja, dann kann ich auch einfach mal versuchen, Grief wieder zu beleben. Ja, sonst hätte ich meine Beeren gecastet. Medizintest. Obwohl, das wären. Jupp, ja. Das reicht. Jetzt kann ich wieder mein Failure wieder wegmachen. Würfel bitte ein D4. Ich weiß. Mensch, Grief, was würdest du ohne mich machen? Sterben. Das tue ich sowieso. Grief braucht einfach nur dieses erste. Schon wieder! Dieses erste. Letztes Mal auch schon! Letztes Mal habe ich auch schon eine 4 gewürfelt dabei. Damit er endlich was reißen kann. Sonst war. Ich habe sonst immer Pech und dann. Ich bin einmal ohnmächtig. Ja, aber du warst mit anderen Level 1 dann zusammen. Bei mir ist ein Level 3 und zwei Level 2 dabei. Ich krieg jetzt gerade die Schwierigkeit von allen zusammen drauf gerechnet, wenn ihr einen Encounter habt. Und das ist ein durchschnittlicher Level 2.
Ja. Ach so. Weil richtig, ich bin Level 3, sie ist Level 2. Er ist. Ja, er, ja. Level 1. Creed ist Level 1 und ihr seid Level 2. Jo, aber der Encounter ist trotzdem geschafft. In 4 Stunden regenerierst du einen Lebenspunkt. Jo. Was wollte ich eigentlich machen? Achso, genau, ich wollte wir müssen Karte fertig zeichnen. Richtig, kann ist hier 12 Uhr. Den, bis, kann man aus den Wölfchen Rationen machen, Fell abziehen, irgend sowas? Ihr könnt aus den Wölfen könnt ihr zumindest das Essen für heute beziehen. Super. Rationen machen würde nochmal extra 4 Stunden dauern. Während sie K.O. ist, können wir das nicht nebenbei machen? Das könntet ihr nebenbei machen, das ist in der Tat wahr. Ich schaue mich. Nee, umschau mich nicht. Also ich möchte mir gerne aus so einem Wolf so eine Ration machen. Ich möchte mir gerne aus so einem Wolf so eine Ration. Ich sag jetzt mal, pro Wolf, die sind nicht sehr genährt, pro Wolf könnt ihr 2 Rationen herstellen. Ich kann also kochen, ich hab einen Wisdom-Vorteil. Okay. Wenn ich mich richtig ersetze, ist dir das auch nichts. Ist dein Wisdom. Vorteil im Wald nur auf Beobachtung und so weiter zu schauen. Glaube ich ein genereller. Das ist, glaube ich, ein genereller Wisdom-Vorteil im Wald. Genereller Wisdom-Vorteil im Wald? Lasst mich. Ja, ihr überlegt mal, was ihr tut und ich guck das nach. Ich bin nicht da. Das steht's bei mir so. Class. Ich würde mal sagen, wir machen Futter draus. Und wenn wir Fell abziehen können oder sowas, falls das möglich ist, würde ich sowas auch mitnehmen. Wie viele sind wir? Völlig unklären meine Ihr seid zu viert. Und wir können insgesamt 6 Rationen machen, 2 pro Wolf. Ja, richtig. Wer hat denn am wenigsten Rationen im Moment? Wahrscheinlich du. Wahrscheinlich, wie immer. Ich habe 9. 14. Ich habe... Wartet. Was ist denn? Inventar. Hier, ich habe 6. 14 sind echt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe, glaube ich, mit einem Wolf gerechnet. Ja, dann können wir die ja so aufteilen, dass wir... Ja. Der Hauptstadt. Ich will jetzt nicht sagen, wie die wenigsten haben, die meisten kriegen, aber... Könnt ihr machen, ist mir komplett egal. Ist mir wirklich egal, könnt ihr euch machen. Nee, du kriegst den Intelligence, auf Intelligence und Wisdom Checks kriegst du Vorteile, wenn es um das Gebiet geht. Warte mal, warum sind meine Rationen jetzt auf 2 runtergegangen? Achso, nee, das ist das Gewicht. Puh. Also, wenn du, jetzt nicht wenn du im Wald bist, sondern wenn es im Wald geht. Also, kochen ist jetzt ja nicht auf einmal einfacher, nur weil du auf einmal im Wald bist oder so. Das haben wir aber dem letzten Mal gemacht. Das fand ich ganz gut. Ich kann Sachen würzen, ne? Ich kann Sachen würzen. Random Fact. Stimmt, du kannst Sachen würzen mit. Ja. In meinem Cantrip. Random Fact, by the way. Thaumaturgie, oder was war das? Also, wenn dein Essen kacke wird, kann er es noch nicht Thaumaturgie. Das ist mit Prestidigitation. Ich konnte es mal. Prestidigitation. 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 Ja, das war's. Okay. Ich verlange jetzt gar keinen Test. Obwohl, ich verlange jetzt gar keinen Test davon, dass ihr die Rationen macht. Ich denke mal, ihr kriegt das hin. Ich teste mal kurz einen Makro. Also bitte nicht wundern. Ich habe mir gerade einen gesetzt für dieses Revive. Ja, funktioniert schön. Cool. Das heißt jetzt jeder eine und wer hat der am wenigsten? Ich habe 6. Ja, dann kriegst du noch die 2 anderen dazu. Dann kannst du dir 2 dazuschreiben und die anderen werden wir im Laufe des Tages essen müssen. Ich krieg 2. Ja. Müsst ihr nicht. Müsst ihr übrigens nicht essen. Also jeder Behalt. Kriegt eine und du kriegst 2 dazu. Das heißt, du kriegst eigentlich 3. Leute, gebt erstmal alle so, dass wir möglichst nah beieinander rankommen, weil wir das mit dem Essen, das kläre ich später. Ja. Also habe ich jetzt 9. Das ist okay, glaube ich. Kann man Fälle aus denen machen? Ja, du kannst Fälle mitnehmen. Du kannst übrigens auch auf den Pfeil rechts daneben drücken, das kannst du hoch und runter drücken. Irgendwann schreibe ich mir auf, wie viel ich für die jeweiligen Fälle an Gewicht nehme. Fälle. Ein Fell pro Wolf wahrscheinlich? Ja, klar. Nee, außer du möchtest, keine Ahnung, halbe Fälle. Ich meine. Und du findest bei dem einen Wolf noch 3 Goldstücke.
Warte, was? Nein, das war ein Scherz. Ich bin gerade irritiert. Ich dachte, ich habe mir einen verdeckten Würfel gemacht. Das ist zum Beispiel so Fantasy-Verarschung. Ja, vielleicht hat er jemanden mit Goldstücken gefressen. Genau, die beste Erklärung aller Zeiten dafür. Jo. Ihr könnt die Fälle auch mitnehmen. Man findet Rotkäppchen in den Wölfen, na super Idee. Wir haben einen Greif. Also in Zukunft haben wir einen Greiffell. Ein Löwenfell, bitte. Ein großes Löwenfell. Ja. Ich sag mal 5 Gewicht pro Fell ungefähr. Ja, ungefähr 5 Pfund. Die waren halt noch recht klein. Das sind halt ganz normale Wölfe. Ja. Haben nicht so viel zu essen Wolf gehabt. Wolf ist jetzt nicht so wie ein Greif. Nee. Nee, das sicher nicht. Also ich kann ja schon mal jetzt sagen, dafür wirst du nicht wirklich einen Preis erzielen können. Für Wolfsfell. Das ist da kannst du dir... Ich würde eher irgendwann mal was draus bauen, weil so viel Fell, wie ich mittlerweile schon habe, ich kann mir... Zwischen der baut sich ein Zelt aus Fellen. So, ich glaube, ich werde dir irgendwas Tippi abkaufen irgendwann mal. Ja, genau. Er stellt es neben das von dem... Neben Frandils. Genau. Der baut so einfach direkt nach, bloß dass es dann halt aus Wolfsfell gebaut ist. Meint es cooler als deins. Oder einfach so ein riesengroßes Löwenfell. Oder so der Löwenkopf. Also Teppich und vorne an der Tür ist einfach der Löwenkopf und du aufwachst. Wah! Und drüber. Gut. Fällt der dann auch immer drüber? Ja. Zwar kein Tiger, aber ja. Dinner for one. Ja, schon klar, das ist Montag. Gut. Wann sind die 4 Stunden um? Es ist jetzt. Ja. Ich bin mal wieder der absolute Würfelmeister, ne? Also 2 mussten wir sowieso noch um die Karte zeichnen, weil da ja um wieder und danach. Passend. Kommt jetzt wieder, Wölfe? Ja, der Pause. Ich halte übrigens Wache, kann eine Wache halten, ne? So, Moment, ihr seid ja, jetzt auch nur noch zu dritt. Na super. Ich schieb da ohnmächtig rum und irgendwas kommt an. Nur stopfe ich dir einfach eine Beere in den Mund. Boah, Fress! Das hätte ich von Anfang an machen sollen als Ohr. Sterb lieber. Was denn? Ich hätte von jedem Gegner, den wir hatten, den Kopf mitnehmen und dann in der Stadt jeweils auf einen Spieß aufstecken. Oh, bitte nicht. Bitte tu es nicht. Das ist unhygienisch. Du weißt schon, was das ist. Links ist sehr hygienisch. Das sagt die absolut richtige Person. Das ist absolut unhygienisch. Schön gerettet übrigens. Er sagt dass Angst im Blut eines deiner getöteten Opfer gebadet hat. Also richtig. Wenn du deine Köpfe dahinstellen willst, dann mach es bitte so, dass sie nur in deinem Zelt stehen. Können wir kurz mal drüber reden, wie schön Losty gerade die Pronomen gerettet hat? Wieso? Angst ist geschlechtslos, wenn ich mich richtig erinnere. Ach so, ich dachte, du meinst bei mir. Nee. Ich dachte, du meinst mich. Nein, ich rede die ganze Zeit jetzt von Angst. Ich bin in den Rollen. Ach so, okay. Egal, war trotzdem lustig. So oder so witzig. Gut. Okay. Ich sollte einfach die eine Seite offen lassen, wo das drin steht. Ihr seid. Jetzt. Ich will gar nicht wissen, was uns jetzt trifft. Was denn das Wort trifft? Oh Mann, das ist so langweilig. Und das wird bei mir hochgeladen, na ganz geil. Was ist so langweilig? Ich kann nichts tun. Ach so. Du bist tot, ja. Ja, stimmt. Dann ich kann die ganze Zeit nichts tun. Es tut mir leid. Und werde es uploaden, trotzdem. Egal. Ich kann mein Inventar übrigens um 1. Aber ich glaube, er wird sowieso nichts tun. The Fae Hunter. Mir fällt gerade auf, ich muss noch meine ganzen Pfeile bearbeiten. Hä? Pfeile bearbeiten insofern, dass ich meine Pfeile wieder anpasse, so wie sie. Ich habe einen verwendet. Ach, stimmt. Das ist das doof, wenn man Pfeil und Bogen hat. Man muss einfach durchgängig sein Inventar anpassen. Macht bitte mal einen Perception-Test. Alle. Yay. Nee, ich sag, es passiert erst nachdem, egal, ich wollte trotzdem das willst du nicht sagen.
Doch, Grief, du bist wieder auf die Beine gekommen. Du hast einen Lebenspunkt. Ich brauche euch ein paar Beeren. Ansonsten esse ich die, die ich in meiner Tasche habe. Willst du jetzt die Beeren aus deiner Tasche essen? Hallo? Das ist doch mal ganz blöd. Die könnten mir Leben geben. Die könnten ja heilen. Ja, das weiß ich dann nicht. Ich glaube, warte mal eine Sekunde. Ich fühle mich jetzt im Zugzwang. Ja, solltest du. Eine kannst du behalten. Wenigstens einer, der was sieht. Ja, ich bin gerade aufgewacht und noch total frisch. Ich sehe doch auch was, ich habe eine 14 gewürfelt. Ja, aber sie hat den Blick, das vom Nahtod, die Erfahrung hat sie gerade. Hatte Grief, glaube ich, schon öfter. Also, er ist ja so gut wie tot, ja. Andere sehen, wenn sie fast am Sterben sind, ihr Grief. Vergangenes Leben, sie sind die Zukunft. Grief wacht auf. Oder er. Und sieht, weil, ne, er liegt hier auf dem Boden und schaut in den Himmel. Also kann ich nicht mehr rechtzeitig casten. Und sieht im Himmel aus... Doch, du stopfst ihm das gerade so in den Mund rein. Richtung. Und aufwacht. Nein, das kann ich ja nicht machen. Sechs Warum? Sauger auf sind, euch. Wir sind noch nicht auf der Kampfseite. Nein, ihr seid noch... Das heißt, Und Goodberry, du hast Goodberry schon gecastet. Ich gebe ihr trotzdem die 10 Beeren. Ihm. 9 Beeren. Mehr braucht er nicht. Ja, ich brauche... Ach so, oh. Gut, er hat nur 10 Leben. Beeren und behalte erstmal eine, damit, ich dich damit ich dich wiederbeleben kann. Mit der einen Beere. Beeren kann ich sag mal, sind sauber. Leider habe ich nur... Ja, es sind Sauger. Mause. Eben, es sind Sauger. Du musst ja eigentlich neben mir stehen. Aha, weil Sauger, du mir ja gerade die Beeren gegeben hast. Und ich gerade so, oben. Wir haben sie gesehen. Sind sie noch außerhalb der Reichweite? Wie weit Sauger. Sehen wir sie? Moment, ich muss das Ganze... Jetzt nicht so nah an. Nee, also... Außerdem kommen sie aus dem Südosten. Sind sie noch außerhalb der... Hätte ich sie gesehen, hätte ich die gesehen, die Sauger. Aus da unten. Hätte ich mit 14 die Sauger gesehen. Ich habe mit 14 Würfel gehabt. Da unten sieht man die nicht, ne? Ja, da ist die Map aus. Müssten wir weiter raufrutschen. Rutschen wir alle mal ein bisschen hoch. Kann der uns nicht alle gemeinsam verschieben? Ja, ich kann euch alle gemeinsam verschieben. Ja, jetzt haben wir uns schon so verschoben. Wie gesagt, ich muss auf jeden Fall neben Cleath sein, weil der mir gerade die Beeren gegeben hat. Als die Viecher ankommen. Vielleicht mal. Ich lasse mal weg. Bevor die da sind, hätte ich sie mit 14 gesehen und sind sie weit genug weg, dass ich noch einen Sniper-Schuss draufsetzen könnte, also halt auf Entfernung. Nein, du siehst sie nicht. Du siehst sie erst, wenn sie hier sind, wenn Grief etwas grummelig sagt, nicht schon wieder. Oder so kann. Nein. Nein, Grief sagt, Ohnmacht züchtet Wut. Wow. Ich habe gedacht, der wartet auf. Nein, Grief. Nein. Grief kriegt man jetzt dafür Inspiration. Wow. Und easy Inspiration? Und er guckt in die Richtung von diesen Saugern, während er das sagt. Ja. Ohnmacht züchtet. Wenn du so weitermachst, ist Grief der neue LOL-Champ. Ja, das hab ich aber auch gedacht bei dem Spruch gerade. Wir müssen ja eigentlich mal LOL anschreiben. Die sollen sich mal die Videos angucken. Yeah, ganz viele Klicks. Gut. Ich glaube, Grenum ist mit Mordekaiser verwandt. Ja, das kommt ganz gut. Finden noch, dass die Typen als Geister hinter ihm herfliegen danach. Bitte, Initiative. Das wäre doch cool. Schwana ist mein Schwarm. Stimmt, du bist echt Schwana. Du bist eine Kokmarschewana. Leider kein Feuer. Eine Kokmarschewana ist das. Stimmt, in gewisser Weise. Ja, flotte Sauger. Flotte Sauger. Ich hab ne 20er. Das hört sich irgendwie falsch an. Ich hab ne 20er. Ja, das hört sich falsch an. Ja, die Dinger aber auch. Flotte Sauger. Echt jetzt? Ja. Also, ich muss auch noch. Ihr flotten Sauger hier. Da freut man sich schon über eine 20er Innen. Und sind die trotzdem noch genauso schnell wie man selbst. Dang jetzt, ne? Das ist echt Bennett. Angst kann aber sehr schön über 20 rüberkommen. Oh. Ich auch. Ja, du theoretisch, auch. Du aber jetzt nicht. Aber Angst hat sogar 13. Was zur Hölle hast du gewürfelt? Das will ich jetzt aussehen. Ich glaube, du hast eine 5 gewürfelt. Ja, das ist eine 5. Du hast eine 5 gewürfelt.
Okay. Wow. Ja. Ich bin plus.